Holine! Und damit sage ich Hallo zu dieser kleinen Hardware-Review. Ich habe in einem Sozialkauf ein Plug-and-Play-Gerät gefunden für sage und schreibe, na, es waren 2 Euro. Und die Rede ist hier, wie ihr es dem Titel schon entnehmen könnt, vom Joypad 15 der Firma WinFun. Es ist ein sehr interessantes Gerät, weil ich habe da jetzt nicht nur einen Analogstick, ihr habt da jetzt nicht nur ein D-Pad, nicht nur auch noch hier die Buttons, sondern ihr habt hier auch so ein sehr kurioses, ja, wie soll man sagen? Ja, es ist ein Controlling, was so ein bisschen an die alten Pedals vom Atari erinnert, nur dass das Ganze hier einen Widerstand hat. Ja, ich würde einfach mal sagen, achso, ich könnte jetzt noch was zur Firma erzählen. Also WinFun ist ein Unternehmen, was eigentlich zum Großunternehmen WinFat gehört. Die sitzen in Hongkong. Dementsprechend konnten die sich dann auch auf dem britischen Markt breit machen. Und dementsprechend werdet ihr das dann auch auf dem, ja, europäischen Markt hin und wieder mal bei Amazon entdecken. Es ist jetzt nicht sonderlich gut verarbeitet, aber das Kabel, man muss fairerweise sagen, das ist ein bisschen dick, ja, weil normalerweise sind ja so diese China-Sachen immer ein bisschen dünner verarbeitet. Hier kommen ganze 3 Batterien rein. Ich zeige euch das Ganze mal. Ja, 3 Batterien kommen hier rein. Ganz normale. Und ja, hier sollen 16 Spiele drauf sein. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. So, dann starten wir auch das Ganze schon. Ich hatte eben 16 Spiele gesagt. Hier sind natürlich nur 15 Spiele drauf. Ein schönes Startmenü, was eigentlich gar keins ist. Also hier hat man hier irgendein Bild genommen. Keine Ahnung, von welchem Spiel man sich das abgekupfert hat. Auf jeden Fall, das ist das offizielle WinFun-Logo der Firma. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Spiele an. Ich hoffe, das klappt so mit dem Ton gerade. Aber das höre ich erst in der Aufnahme. So, fangen wir an bei Las Cabra oder Cabra. So, das sieht mir aus. Ja, es ist ein 1942-Klon, wie es scheint. So ein typischer Schmapp. So, können wir hier irgendwas Besonderes machen? Oder können wir hier, ich suche, also Special Raketen oder so haben wir jetzt nicht, wie es scheint. Und oh, das ist, also ohne Scheiß, das liegt jetzt nicht an meiner Hardware, dass das ruckelt. Aber oh, das ist so überhaupt nicht flüssiges Scrolling. Weil allein schon, wenn ihr am oberen Rand schaut, oh, da haben wir jetzt einen weiteren Schuss. Oh, es ist echt nicht gut gemacht. Oh ja, da ploppen plötzlich Gegner auf und ich konnte gar nicht ausweichen. Ja, es ist ein Schmapp. So, aber es ist jetzt gar nicht so verkehrt. So, und ja, ich kann halt nur schießen. Ich habe 4 Buttons und ich kann 2 davon nur verwenden. So, ich kann ja natürlich auch in der Mitte steuern. Aber das ist kontraproduktiv, wenn man auch nach unten und also wenn man nach unten und oben möchte. Also ich kann quasi mit in der Mitte kann ich nur von nach mit links und rechts mit dem Paddle. Ansonsten kann ich ja sowohl den Analogstick verwenden als auch das D-Pad. Aber eigentlich ist es total sinnfrei, dass. Oh, oh, da kommt schon ein Endboss. Also ich kann nicht hier Dauerfeuer, ich muss wirklich instant auf den Button drücken. Ne, gar nicht wahr, doch, ich kann, ich habe Dauerfeuer, wenn ich einen anderen Button drücke. Warum auch immer, oh Gott, ja, ich bin gleich eh Traum. Dann kann man dann, glaube ich, auch gleich direkt ins nächste Spiel gehen. Ja, das ist dann schon passiert, Game Over. Aber das macht nichts, gehen wir dann direkt ins nächste Spiel. Das nennt sich Aero Engine. Ich habe keine Ahnung, was mir da jetzt entgegenkommt. Es ist wieder ein Schmapp, aber diesmal ein horizontaler Schmapp, kein Top-Down-Schmapp. Ja, okay. Ja. Ja, das könnte eine schlechte Version von Gradius sein. Oder R-Type. Also zumindest hat man sich da deutlich inspirieren lassen. Und oh, jetzt habe ich hier schon einen doppelten Schuss. Was jetzt gar nicht so verkehrt ist. Also, ja, das ist schon ganz in Ordnung. So, für 8-Bit-Verhältnisse wäre das auf jeden Fall was Feines. Ah, da können wir was aufnehmen. Jetzt haben wir hier so einen Spreader-Schuss.
anderen aber doch ein bisschen geiler, finde ich. So, mal gucken, was hier gleich für ein Endboss auf mich wartet. Ja, das ist schon passiert. Habe ich wieder Leben verloren. Und habe dann natürlich nicht mehr den tollen Schuss. Das heißt, ich muss dann wieder auf ein Upgrade warten. Oh, da haben wir schon den Endboss. Oh, ja. Oh Gott. So, da ist es taktisch vorgehen angesagt. So, wahrscheinlich bleibt der gleich stehen. Ja, und ich flieg voll rein. So, ja, und da ist dann auch schon der Game Over Screen. Aber das passt gut. Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel an. Das, was sich nennt Warm Catch. So, dann schauen wir uns mal Warm Catch an. Wow. So. Ja, ich bin ein Vogel, habe jetzt hier einen Schmetterling aufgenommen, aber wo muss ich damit hin? Ah, ich muss das zu meinen Sprösslingen irgendwie geben. Ah, okay, jetzt haben sie es genommen. So, jetzt wird der nächste Sprössling gefüttert. Interessant. Ja, so, und ich muss aufpassen auf die, auf den Adler hier. So, jetzt, ich war doch jetzt bei den Sprösslingen. Achso, ah, da gibt es mehrere. Okay, so, und die wollen ja, der eine möchte jetzt auch was haben. Und, ah, jetzt muss ich aufpassen, dass mich da dieser Adler nicht erwischt. Ja, das heißt, wieder den, ja, und. So. Und ja, hier hat man ein bisschen Texturen von Super Mario geklaut. So ein paar Sprites. So, aber frag mich jetzt nicht, wovon das andere ist. Also, ich kann mich jetzt nicht an so ein Spielprinzip erinnern. Wenn euch jetzt irgendwie was einfällt, was so ähnlich ist, dann lasst es mich gerne in die Kommentare, in den Kommentaren erfahren. Weil das würde mich mal interessieren, ob es so ein ähnliches Spielprinzip schon mal gab. Wüsste jetzt keins. So, jetzt habe ich meinen Nachwuchs gefüttert. Jetzt geht's in Runde 2. Ah, okay. Und also das Spielprinzip ändert sich nicht. Und jetzt haben wir hier auch mit Schlangen zu kämpfen. Aha. So. Ja, nimm's doch. So, nom nom. So. So. Ja. Kann man, glaube ich, 10 Minuten mit Spaß haben. So. Ja, nimmt's doch. So. Auf den Adler, Geier oder was auch immer. Ja, soll, glaube ich, ein Adler sein. Aufpassen. Ja, nimm das doch. Hier, happa, happa. Warum nimmt der das nicht? Achso, ich muss warten, bis der am. Bis der Hunger hat. Ja, okay. Ja, gut, aber lassen wir das mal wieder. Dann schauen wir uns mal das nächste Spiel an, auch wenn das Level-Design jetzt hier ein bisschen schöner ist. Aber wir schauen uns mal das nächste Spiel an. So, dann sind wir dann bei Stone Mover. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe eine Vermutung. Okay. Das ist ein Lolo's Adventure-Klon. Oder zumindest, so. Ja, ah nee, nicht ganz Lolo. Aber was muss ich hier machen? So. Achso, oh, das war der Reset-Button. Ja, es ist ein Puzzler, wo ich wahrscheinlich jetzt erstmal alle Steine hochholen muss. Runterholen muss. So, ja. Und ey, dass das so flackert, das liegt nicht an meiner Hardware, das liegt wirklich an dem Gerät selber. So, ja, aber das überspringen wir jetzt einfach mal. Schauen wir uns direkt das nächste Spiel an, was sich nennt Monkey and Fox. Ja, okay, wenn das eine ein Fuchs sein soll, dann frage ich mich, was davon soll bitte ein Fuchs sein? One Player? Ja, wie soll man es auch mit zwei Playern spielen? Hier kann man keinen zweiten Controller anschließen. Ist das jetzt sowas wie Lemmings? Ach so, ich muss die... Ah, okay, die dürfen jetzt nicht bei mir ankommen.
Ah, verstehe. Und kann ich mich auch drehen? Nee. Ich kann mich nicht drehen. So, und ja, die versuchen mir natürlich jetzt hier die Leine zu kappen. Mhm. Das ist quasi ein 2D-Tower-Defense-Spiel. Ja, ich denke, ihr habt jetzt auch schon alles vom Gameplay gesehen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas... Achso, wir müssen... Ah, da unten läuft die Zeit ab und wir müssen das so lange... Nee, gar nicht, warte, das ist gar nicht die Zeit. Das ist... Ja, da kappt er mir schon wieder. Ja, auf jeden Fall habt ihr das jetzt auch gesehen. So, dann schauen wir uns mal Birdie Nest an. Was könnte das denn sein? Ja. Okay. So, ach so, wir müssen die Eier vom zerbrechen. Warum Game Over? Hä? Ich versteh's nicht. Naja, egal. Schauen wir uns das nächste Spiel an. So, Pinball Track. Was könnte das denn sein? Das ist kein Pinball. Das ist... Wir sind eine Flipperkugel, aber... Was muss ich hier machen? Ah, das sieht mir eher... Ah, okay, das sieht mir hier so aus nach der heiße Draht. Okay. Hä? Wieso? Achso, ich darf... Ah, ich darf nicht über diese Löcher... Da sind so kleine Löcher, seht ihr das? Und da darf ich halt nicht drankommen. Das bedeutet, ich muss jetzt hoch. Aber dann... So. Runter. So. Eben ging's so auch. So, dann versuche ich das jetzt mal andersrum. So. Unten. Oben. So, und da ist der Schlüssel. Ah, da oben ist ein Schlüssel. Ah, okay. So, jetzt habe ich den Schlüssel. So. Jetzt komme ich dann da durch. So, ja, jetzt komme ich da durch. So, jetzt muss ich aufpassen, da ist nämlich auch ein Loch. Na! So. Machen wir es nochmal. Weil ich möchte mal fast wissen, was passiert, wenn ich das Level... Ja. Lassen wir das. Gehen wir zum nächsten Spiel. So, Motor Rally. Was könnte denn Motor Rally sein? Ja, das sieht mir aus hier nach so einem Hang-On-Klon. So. Ja. Ja. Okay. Ich bin direkt ausgebremst, wenn ich jemanden berühre. Muss dann neu starten. Also das ist nicht im Ansatz so geil wie das Original. So. Boah. Ja, da klappt das schon ein bisschen besser mit dem Scrolling. Gleich auch noch Kurven. Boah. Ich fall mal nur geradeaus. Boah. Ja. Toll. Näh. Also... Ja, da geht eine Punktezahl runter. Sind das dann die Kilometer, die ich jetzt hier abfahren muss? So, ich habe jetzt noch 54 Sekunden Zeit. Ich bezweifle, dass ich das schaffen werde, aber schauen wir mal. Mann, ich bin noch ganz am Rand gefahren.
Ach. Voll unnötig von mir. Naja, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber... Ja. Naja, 15 Sekunden. Naja, das schaffe ich niemals. Niemals! Ah, 10 Sekunden. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Komm, ich gebe alles. Ich gebe alles. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Time over, verdammt. Naja, gut. Gehen wir ins nächste Spiel. So, und dann sind wir dann bei Paint Master. Was könnte denn Paint Master sein? Das sieht mir aus. Ja, ist so eine Art ja, Mischung aus Pac-Man und. Ja, man kann es schon eher als Pac-Man bezeichnen. Nur dass du hier nichts aufsammelst. Wow. Der hat mich doch gar nicht berührt. Was ein Quatsch. Ja, nee, ist klar. Boah. Boah, das ist heftig. Also das, da ist die KI ein bisschen heftiger als Pac-Man. Als bei Pac-Man. Boah. Ey, das ist richtig krass. Also bei Pac-Man würde ich jetzt hier nicht so failen. Ja, was hat dieser Hase zu bedeuten? Ja, komm. Geh doch links, so. Ja, ich habe gar nicht in die Richtung gedrückt. So, ich wollte da rein, aber der macht's nicht. So. Ah, verdammt. Wie viel Leben habe ich noch? 4. Okay, ja, sollte ich schaffen. So, jetzt haben wir's aber. Ja. So. Okay, ja, so, jetzt können wir erstmal Zeitbonus. Ja, gut. Aber schauen wir uns das nächste Spiel an. Tricky Brick. Okay. Ah, es ist... Ja, es ist einfach ein Breakout-Klon. Da muss ich euch gar nicht so viel von erzählen. Also, ich denke, das ist ein Spielprinzip, das kennt man. Ja, Breakout ist einfach das Feld, also die Steine räumen und dann kriegt ihr, oh, hier kriegt ihr dann auch Bonusleben. Ja, ich denke, das ist sehr selbsterklärend, das Spielprinzip. So, aber das ist glaube ich so eine, sah das nicht auf dem NES fast genauso aus? Ich meine, es gab auf dem NES eine Version, die wirklich 1 zu 1 genauso aussah. So, oh. Da kriegen wir dann ein Leben abgezogen, wenn wir das aufnehmen. Interessant, aber ja, genug gesehen. So, deswegen gehen wir dann in Rainbow. Was könnte denn Rainbow sein? Ja. Okay. Ja, ready, go. Wow. Ah, okay. Ah, wie heißt's? Gab's auch auf dem Atari sowas. Genau, Missile Command oder so. Aber nur hier fallen dann eben halt, anstatt, dass wir hier jetzt irgendwie Aliens abschießen müssen, müssen wir dann schauen, dass wir dann... Ja, wobei, ja, man kann es nicht wirklich mit Missile Command vergleichen, aber ja, ich denke, das ist auch so ein Spielprinzip, was sehr selbsterklärend ist. Also, Spaß macht es jetzt nicht wirklich. Ah ja, gut. Dieses Spiel heißt Rainbow. So, aber da haben wir eigentlich jetzt auch schon alles gesehen. Aber lassen wir mal die Zeit ablaufen, mal gucken, was dann passiert. 15 Sekunden, die nehmen wir jetzt gleich auch noch mit. So. Ja. Total innovatives Gameplay, total spannend.
3, 2, 1. So, den nehmen wir auch noch auf. Ja. Okay. So, ändert sich jetzt irgendwas im zweiten Level? Nein, tut es nicht. Deswegen gehen wir ins nächste Spiel. Das dann wäre Gemstone Master. Was könnte das denn sein? Es ist ein Columns-Klon. Und es flackert auch hier wieder. So total krass. Aber das liegt nicht an meiner Hardware. Ich sag's euch, das liegt an dem Gerät selber. Ja. Okay, also wir müssen hier drei aufeinanderlegen. Und dann, ja. Das Typische halt. So. Ja, auch eigentlich ziemlich selbsterklärend. Kann man mögen, muss man nicht. So. Ja, auch hier funktioniert es quer, das ist schön. Ach, ich hätte es auch in die Mitte legen können. Dann wäre das jetzt besser. Ja, aber damit habt ihr dann eigentlich auch schon alles vom Spiel gesehen. Ja, so, deswegen gehen wir dann auch direkt ins nächste rein, was dann heißt Ocean Quest. So, was könnte denn Ocean Quest sein? Ah, okay. Ich glaube, wir müssen hier mit dem Boot dann schauen, dass wir hier nichts berühren. Ja, wie heißt es auf dem NES? Da fährst du ja kein Boot dann, sondern ein Auto und das geht dann top down. Ich glaube Road Blaster oder nicht Road Blaster. Ja, Road Blast oder so. Aber NES-Spieler wissen, was ich jetzt hier meine. Ja, und hier Spiel zu halten, Rennboot. Ja, und die bewegen sich, also die gegnerischen Boote bewegen sich auch hier. Ich kann auch jetzt nicht irgendwie nach vorne oder, also ich kann es jetzt auch nicht irgendwie, ich kann es nur eben halt hoch und runter steuern. Ja, also Spaß lässt sich ja immer drüber streiten, aber so wirklich Spaß habe ich jetzt hier gerade nicht dran. Ja, komme ich irgendwann auch mal am Ziel an? Gibt es überhaupt ein Ziel? Oder ist das jetzt hier reine Highscore-Jagd? Vor allen Dingen, habt ihr gesehen, wie miserabel die Hitbox ist? Also ich muss jetzt hier echt die Zeit runterfahren. Da habe ich ja jetzt mal gar keine Zeit für und gar keinen Bock drauf. So, ich gehe einfach ins nächste Spiel. So, viel haben wir ja jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir noch Block Flying. Schauen wir uns mal Block Flying an. Ja, Area 1. So, es... Ey, das ist doch hier ein Quarks. Wie heißt dieses Spiel? Quartz. Das ist ein 1:1 Klon davon. Das habe ich auf dem Gameboy. Auch nicht schlecht. Interessant. So, da müsst ihr nämlich jetzt, wie ihr schon seht, ihr müsst dann eben halt immer daraus Vierecke machen. Und dann verschwinden die. Ha, direkt voll drin im Spiel. Also da habe ich Spaß dran. Sage ich euch ganz ehrlich, ist zwar eigentlich jetzt auch... eigentlich ein Puzzle-Game, aber so die Idee, Puzzle-Game mit einem Schmapp zu verbinden, das fand ich schon ganz toll. So. So, dann haben wir hier auch Vierecke. So. Der verschwindet. Ja, damit haben wir das Level aber noch nicht abgeschlossen. Was passiert denn hier noch so? Das ist ziemlich schwerfällig, hier nach links und rechts zu manövrieren. So, zack, zack, zack. So. Kommt da jetzt noch was? Oh. Ah, wir können es auch beschleunigen. Okay. Interessant. Ja,
Ja, stimmt, das ging ja im ursprünglichen Spiel auch. So. Aber hier wäre es ein bisschen dumm, wenn wir hier beschleunigen. So, aber wird das Level auch irgendwann vorbei sein? Also, ist sowas unterhält mich schon, muss ich gestehen. Ich glaube, das ursprüngliche Spiel ist auch von Taito, also diese Spielidee selber ist von Taito gewesen. Meine ich. Also, falls ich mich gerade irre, dürft ihr mich natürlich gerne in den Kommentaren verbessern. Ausnahmsweise sind hier Klugscheißer mal gerne gesehen. So. Ja. Und so ziehen wir hier unsere Linien bzw. Würfel. Achso, ja, es wird hier ein reines Highscore-Spiel sein. Also dieses Verfahren wird rein Highscore-mäßig sein. Weil hier wiederholt sich auch schon alles. Deswegen gehen wir dann auch mal ins letzte Spiel hinein, was sich nennt Runner Car. Was könnte denn Runner Car sein? Ja, ich hab's gedacht. Es wird hier mal wieder so ein Racer sein. Und wahrscheinlich muss man hier auch wieder links und rechts ausweichen, denn ja, ich kann auch nur nach links und rechts manövrieren. Aber solche Spiele sind ja häufig auf so Klonsystemen drauf. Keine Ahnung, warum man... ich meine, gut, viel muss man ja jetzt auch hier nicht programmieren. Kannst du endlich den Source Code schnappen und machst dann einfach aus dem Pixelbrei was Neues. So, und ja, da bin ich voll gegen die Barrikade geflattert. So, ja. Kann ich auch zurücksetzen? Ja, kann ich. So. Da gibt's Money. Achso, und ja, ich muss hier auf meine Benzingeschichte achten. Achso. Ah, das läuft in Zeit dann runter. Okay. So, also werde ich gleich. So, ich habe das doch gar nicht berührt. Ich bin doch dran vorbei jetzt. So, Mann. Okay. Ah, ja. Ich werde hier gleich drauf gehen, wie es scheint. So, und ich bin jetzt dagegen. So, und ich kann nicht mehr nach links und rechts fahren, ne? So, jetzt. Du musst erstmal zweimal gegenfahren, damit es dich zurücksetzt. Aber da läuft dann auch schon, ja, mein Benzin ab. Ja, das war wirklich jetzt hier auch schon alles gewesen. Das ist die, das ist das Joypad 15... Plug-and-Play-Gerät der Firma Windfun. Eine Empfehlung ist es nicht, aber ich hab's halt für 2 Euro im Sozialkaufhaus bekommen und... Ja, mehr ist es auch, glaube ich, nicht wert. So, ich sage auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit und könnt mich ja gerne in den Kommentaren wissen lassen, was ihr davon haltet. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.